Ich begrüße dich ganz herzlich auf dem Seminar auf der Osterkonferenz 2021. Gott ist anders, als du denkst, mit Pfarrer Dr. Wolfgang Becker. Er ist Leiter der Hensoldshöhe, er ist Vorstand der Stiftung Hensoldshöhe und Rektor des Mutterhauses und nimmt uns mit auf eine spannende Bibelarbeit mit Mose und seiner Begegnung am Dornbusch. Sei gespannt, was das mit deinem Gottesbild macht und dich an verschiedenen Stellen gegebenenfalls hinterfragt. Viel Spaß beim Seminar. Gott ist anders, als du denkst. So lautet der Titel der Bibelarbeit, die sie jetzt erwartet. Ich gebe zu, ganz wohl ist mir bei dieser Überschrift nicht, denn ich weiß ja gar nicht, wie sie über Gott denken. Wenn wir jetzt live zusammen wären, könnten wir darüber reden. Aber das geht nun bei dieser OKU leider nicht. Und darum bitte ich vorsorglich schon mal um Entschuldigung, wenn meine Vermutung auf sie nicht ganz zutrifft. Aber ich mache bei mir selbst die Erfahrung, ich habe manchmal bestimmte Vorstellungen von Gott im Kopf. Und wenn ich dann nachlese, wie Gott sich selbst vorstellt, dann erlebe ich immer wieder Überraschungen. Zu solchen Überraschungen lade ich Sie jetzt ein. Zunächst ein kurzer Blick in unsere Glaubenspraxis. In manchen neuen Liedern geht es um den Thron Gottes und darum, dass sich der Sänger vor diesem Thron Gottes stehen sieht. Ein paar Beispiele. Vater, wir kommen vor deinen Thron. Ich komme zu dir vor deinen Thron. Mutig komme ich vor den Thron. Wir laufen zu dir hin, zu deinem Thron. Also, die Erwartung ist, Gott ist ganz unmittelbar da, in seiner ganzen Hoheit und ich dich davor. Nun gibt es im Alten Testament einen spannenden Bericht, wie ein Mensch eine ganz ähnliche Erfahrung macht. Wie er dem lebendigen Gott tatsächlich begegnet. Aber diese Begegnung läuft anders ab, als Mose es sich gedacht hat. Denn um ihn geht es in 2. Mose 3. Mose war wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt so um die 80 Jahre alt, also nicht ganz der typische OKU-Besucher. Aber er macht eine Erfahrung, die manche von uns gerne hätten. Er trifft Gott, fast unmittelbar. Wer war dieser Mose? Er hatte eine Spitzenausbildung am ägyptischen Königshof genossen, in der höchsten Kultur seiner Zeit. Aber dann hatte ihn sein Zorn übermannt und er hatte einen Sklavenaufseher erschlagen. Damit war seine Karriere am Ende. Mose flüchtete so weit weg, es irgendwie ging. Er heiratete in der Fremde. Er wurde Schaf- und Ziegenhirte im Dienste seines Schwiegervaters, 40 Jahre lang irgendwo im Nirgendwo abgemeldet. Und da setzt jetzt unsere Geschichte ein. In 2. Mose 3, 1 bis 15, das ist der Abschnitt, den wir uns jetzt miteinander anschauen wollen. Ich benutze die Übersetzung der Basisbibel. Wenn Sie mögen, können Sie jetzt ja die Geschichte einmal als Ganzes durchlesen und sich dann gleich wieder zurück in unser Video einschalten. Fangen wir jetzt vorne an, mit Vers 1. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro. Jethro war der Priester von Midian. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus. So kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Wir treffen also zunächst einmal Mose. Irgendwo in der Steppe zwischen Ägypten und Israel, irgendwo vielleicht in Nordarabien. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag, auch für einen alten Mann, denn Rente gab es damals nicht. Er hütet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters, so wie seit 40 Jahren. Eigene Tiere hat er augenscheinlich nicht. Er ist ja Flüchtling auf der Flucht vor der Justiz. Heute geht er mit seiner Herde über die Steppe hinaus an den Berg, an den Bergfuß des Berges vielleicht. Da könnte es etwas noch mehr Grün geben, damit seine Herde was zu fressen bekommt. Wo genau dieser Berg liegt, dem er sich da jetzt nähert, das weiß eigentlich keiner. Horeb heißt er hier in unserem Bibelabschnitt. Horeb, das meint auf Deutsch wahrscheinlich Einöde oder Trockenland. Und davon gibt es in der Gegend eine ganze Menge. Wenn Sie schon mal auf dem heutigen Sinai gewesen sind, am Djebel Musa, am Moseberg, so oberhalb vom Katharinenkloster, dann haben Sie eine Ahnung, wie es da ungefähr aussieht.
Das Problem ist nur, Mose hat kein Schild hinterlassen, so, ja, ich war hier. Und darum könnte es auch gut mal ein paar hundert Kilometer weiter an anderer Stelle gewesen sein. Das Entscheidende ist aber nicht der geografische Ort, sondern das, was hier passiert. Am Ende der Welt, im grauen Alltag, greift Gott ein. Und darum wird dieser Berg zum Gottesberg. Wie macht Gott das? Ich finde, auf eine ganz verblüffende Weise. Wir lesen die Verse 2 und 3. Da erschien ihm, dem Mose, ein Engel des Herrn. Eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Mose sagte sich: Ich will hingehen und mir diese auffallende Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Wir sind in der Halbwüste, in der Steppe. Da ist ein Dornbusch nichts Außergewöhnliches. Und auch nicht, dass irgendein vertrockneter Busch in Flammen gerät. Aber dass er brennt und nicht verbrennt, das passt irgendwie nicht. Man merkt so richtig in der Geschichte, Mose nimmt das, ich sage jetzt mal so, im Augenwinkel wahr. Da ist irgendwas Außergewöhnliches. Er stockt, er biegt vom Weg ab und er will sehen, was ist hier eigentlich los. Mose ist also ein neugieriger Zuschauer bisher. Er will sich ein Mirakel in der Wüste ansehen, eine spannende Unterbrechung seines vielleicht etwas langweiligen Alltags. Und jetzt passiert etwas Verrücktes, etwas völlig Unerwartetes. Ich lese Vers 4. Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Gott spricht. Das, finde ich, ist ja schon mal der Hammer. Bis jetzt hat sich Gott bei Mose noch überhaupt nicht gemeldet. 80 Jahre lang gar nichts. Aber jetzt. Und dann jetzt hier an dieser Stelle, wo ja wirklich überhaupt nichts Besonderes ist. Kein Tempel, keine traditionelle Gottesdienstbegegnungsstätte, sondern schlicht Einöde, Wüste, sonst keiner. Gott spricht und Gott spricht hoheitsvoll. Fast hätte ich jetzt gesagt, ja, wie vom Thron aus. Aber wie sieht dieser Thron hier aus? Es ist ein Dornbusch. Kein Prachtexemplar, keine Prachtpflanze, nach der man sich umsieht, weil sie so besonders hübsch ist. Es ist eher umgekehrt. Der Dornbusch ist eine Symbolpflanze für den Fluch, der über dem Menschen liegt. Dornen und Disteln sollen aus dem Feld wachsen, wegen der Sünde des Menschen. Und ähnlich unansehnlich ist es, wenn der Sohn Gottes nicht nur zur Welt spricht, sondern zur Welt kommt, in der Krippe von Bethlehem. Und dann, am Ende seines Lebens, hängt er am Kreuz mit einer Dornenkrone, gepeinigt und am Fluchholz. Wir treffen Gott. Wir treffen Gott aber nicht in der Höhe des erhabenen Throns, sondern Gott in der Tiefe, da wo man ihn eigentlich nicht erwartet. Ich halte ein paar Stichworte hier vorne an der Tafel fest. Gott begegnet uns, das Erste, was wir festhalten wollen, Gott begegnet uns in der Tiefe. Aber Gott spricht nicht nur irgendwie, sondern Gott spricht Mose mit Namen an. Er kennt ihn persönlich. Schon bei seiner Geburt hatte Gott ein Auge auf Mose geworfen und ihn vor der Tötung durch die Ägypter bewahrt. Indem Gott nun Mose persönlich anspricht, stellt Gott eine Verbindung her. Für Mose heißt das hier in dieser Fremde am Rand der Wüste, wo mich sonst keiner kennt. Da ist einer, der kennt mich mit Namen. In diesem Feuer begegnet Mose also nicht irgendeine unpersönliche Macht, irgendein höheres Wesen, sondern ein Wille, ein Anspruch.
Gott begegnet ihm persönlich. Gott wird persönlich. Und Mose? Mose reagiert. Gottes Anrede zielt auf Antwort. Gott sucht die Verbindung, er sucht den Kontakt und Mose lässt sich darauf ein. Auch wenn er jetzt ja von dieser persönlichen Macht, die ihn da anspricht, noch nicht viel weiß. Aber spannend ist, aus dem Zuschauer, ich will mal gucken, was da so für ein seltsames Mirakel passiert, wird ein Beteiligter. Hier bin ich. Achtung, ich bin ganz Ohr. Worum geht es jetzt? Gottes Wort, mit dem er spricht, sucht also unsere Antwort. Und noch eins ist hier wichtig. Gott spricht aus einem brennenden Dornbusch. Einige Jahre später schreibt es Mose seinen Leuten ins Stammbuch. Ich lese aus 5. Mose 4. Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Dieser Gott, der sich hier meldet, ist also kein Ach-Gottchen. Kein Kumpel, den ich irgendwie vor meinen Karren spannen kann. Gott, wir zwei so, ja, wir machen das schon. Der Gott, der dem Mose hier begegnet, ist der Richter unserer Gedanken, Worte und Taten. Und das gilt weiter auch fürs Neue Testament. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Timotheus 6, Vers 16, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Hoppla, denke ich. So einfach ist das wohl nicht, sich diesem Gott zu nähern. Und ich frage mich, ob ich in der Gefahr bin, diesen Gott zu verniedlichen. So Abba, Papalein oder wie auch immer wir dann vielleicht sagen mögen. Gott begegnet uns hier als ein verzehrendes Feuer. Und dazu passt dann jetzt auch die Fortsetzung unserer Geschichte in Vers 5. Gott sprach zu Mose, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Der erste Auftrag, den Mose jetzt hier bekommt von Gott aus, ist zunächst mal ein Stoppschild. Halt, komm mir nicht näher. Ich weiß nicht, ob Sie das erwartet hätten. Müsste Gott nicht froh sein, wenn sich endlich mal einer für ihn interessiert? Sucht Gott denn nicht gerade die Nähe von Mose, unsere Nähe? Er spricht doch ihn doch an, er will doch Verbindung. Ja, das will er, aber wir lernen hier, es geht nicht ohne Abstand. Auch der gnädige Gott, der sich ja zu Mose herabbeugt, der uns in Jesus Christus begegnet, auch der gnädige Gott bleibt der heilige Gott. Der richtende Herr. Und darum ist Ehrfurcht der Modus, in dem wir dem lebendigen Gott begegnen sollen. Denn da, wo er spricht, ist heiliges Land. Jetzt nicht die Quadratmeter Krümel Wüstensand da irgendwo in der Wüste, sondern es ist heiliges Land, weil Gott jetzt da ist, weil er dieses Fleckchen Erde jetzt für sich beansprucht. Exklusiv. Gott begegnet uns hier als der heilige Gott. Und zu dieser Heiligkeit passt kein Schmutz, weder äußerlich noch innerlich. Und darum muss Mose seine Schuhe ausziehen.
Aber das ist jetzt nicht nur so die äußere Handlung dessen, was man so an Dreck an den Füßen hat, an den Schuhen hat, die man jetzt auszieht, sondern der Schuh ist im Alten Testament noch mehr. Es ist ein Zeichen des Besitzes. Das, worauf ich trete, ist meins. Und wer dann einen Schuh auszieht, der macht deutlich, hier gehört mir nichts. Hier habe ich kein Recht, auf das ich mich berufen kann. Hier gehört alles diesem Gott, der gerade mit mir spricht. Ich gehöre diesem Gott. Von ihm her, nein, vor ihm gibt es keine Absicherung, kein Recht, das ich jetzt geltend machen könnte. Vor diesem Gott kann ich mich auch nicht mehr verstecken. Aber ich kann mich ihm zur Verfügung stellen. Gott erwartet also tatsächlich Hingabe, nicht nur Neugierde oder Beifall, sondern ich kann mich und soll mich diesem Gott anvertrauen. So sorgt Gott jetzt auch für Moses Sicherheit angesichts der Heiligkeit Gottes. Achtung, Mose, komm mir nicht zu nahe, das wäre gefährlich für dich vor diesem verzehrenden Feuer. Dann, nachdem jetzt das geklärt ist, stellt sich dieser Gott nun selber vor. Ich lese uns Vers 6. Weiter sprach er: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. In dieser alten Welt, in der wir Mose treffen, da gab es überall Götter. Aus der ägyptischen Kultur kennen wir heute vieles. Es gibt ja viele tolle Ausgrabungen, die sicher mancher von Ihnen auch schon mal wahrgenommen hat. Aber auch bei den Midianitern, bei denen Mose jetzt lebt, die hatten ihre eigenen Götter. Und darum ist die eigentlich spannende Frage jetzt gar nicht, ob da sich irgendein Gott meldet. Das ist längst klar. Das, was da passiert, ist nicht natürlich. Die spannende Frage ist, welcher Gott meldet sich eigentlich? Auf wessen Heiligkeit trifft Mose da irgendwo zwischen Midian und Ägypten? Es ist der Gott seiner Väter, der Gott seines eigentlichen Volkes, der Hebräer. Dieser Gott ist nicht nur für ein paar Quadratkilometer in Kanaan zuständig. Dieser Gott bestimmt auch, was in der Halbwüste Ägyptens gilt und im fruchtbaren Nildelta. Was auch immer da sonst an Göttern unterwegs sein mag, sie werden angesichts dieses Gottes das Nachsehen haben. Jetzt ist wichtig, der Gott, der Mose zu seinem Werkzeug erwählt hat, der ist schon lange am Werk. Seine Heilsgeschichte, der Neuanfang, den er mit Mose machen will, der fängt auch gar nicht mit ihm an. Wir haben Glaubensväter und Glaubensmütter, auf deren Schultern wir ruhen. Wir haben Gottes Offenbarungen an Abraham, Isaak und Jakob für uns jetzt in der Heiligen Schrift. Und in diese Geschichte werden wir mit hineingenommen, so wie Gott den Mose in diese Geschichte mit hineinnimmt. Gott schreibt Geschichte. Jetzt weiß Mose endlich, mit wem er es zu tun hat. Aber seltsamerweise bricht er nicht in Jubelgeschrei aus. Also ich glaube, so mancher von uns denkt sich das so. Wenn Gott mal so ganz persönlich bei mir vorbeikommt, dann werde ich sagen, wow, endlich. Mose könnte es ja auch sagen. Endlich meldet sich Gott mal persönlich bei mir. 80 Jahre habe ich nichts gehört. Jetzt ist er da, wurde ja auch langsam mal Zeit. Er versucht auch nicht, diesen Gott zu umarmen. Sondern im Gegenteil, Mose verhüllt sein Haupt. Mose fürchtet sich, Gott anzuschauen. Und das ist tatsächlich berechtigt. Denn Gott sagt es wenig später so: Niemand schaut mich und bleibt am Leben. 2. Mose 33. Niemand schaut mich und bleibt am Leben.
Als Mose da nur so neugierig auf dieses Feuerphänomen war, da konnte er nicht nah genug rankommen. Aber jetzt, wo er weiß, mit wem er es zu tun hat, da verhüllt er sein Haupt. Aus Furcht vor Strafe? Aus Ehrfurcht vor der Hoheit Gottes? So steht er, oder vielleicht kniet er auch vor dem Dornen- und Feuerthron Gottes. Sehen kann und darf er Gott nicht, aber hören. Und um diesen Absatz zusammenzufassen, noch einmal der Kernbegriff, den ich hier mitnehmen möchte, auch Gott gegenüber, ist das entsprechende Verhalten, die entsprechende Haltung auf unserer Seite, Ehrfurcht. Nun beginnt in unserem Bericht eine längere Rede Gottes. Zunächst schauen wir uns die Verse 7 bis 9 an. Der Herr sprach: Ich habe die Not meines Volks in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Es ist das Land der Kanaaniter und Hethiter, der Amoriter, Perisiter, Hivititer und Jebusiter. Darum sei gewiss, die Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen. Ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Nachdem wir zunächst also Gottes Heiligkeit begegnet sind, kommt nun eine weitere Eigenschaft von Gottes Wesen dazu, seine Gnade. Gott sitzt nicht einfach entfernt auf einem Himmelsthron, sondern Gott sieht die Not, Gott hört die Klage und Gott weiß Bescheid. Er versteht und nimmt Anteil am Leid seines Volkes. Das gilt jetzt konkret für die Lage der Israeliten in Ägypten. Aber es gilt bis heute. Zacharias singt, als Gott sich mit Johannes und dem kommenden Messias Jesus uns auf den Weg macht: Gelobt sei der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott kommt herab. Gott kommt herab, um zu sehen und jetzt bei Mose, um zu helfen. Gottes Rettungswerk für sein Volk beginnt. Das ist die große Perspektive. Gott kommt herab, um zu retten. So wird aus dem Gott der Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs, ein Gott der Gegenwart. Gottes Hilfe ist unterwegs, auch wenn sie, wie jetzt hier bei Mose, von ganz weit draußen kommt, also irgendwo bei den Midianitern, da am Gottesberg in der Wüste. Denn nun ist Mose an der Reihe. Vers 10. Nun sagt Gott zu ihm: Nun geh. Ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Mose war am Anfang Zuschauer, dann wurde er ein Angesprochener von Gott, dann war er ein ehrfürchtig Anbetender
Und jetzt wird er zum Gesandten. So nimmt Gott einen Menschen in den Dienst. Und so geschieht es bis heute. Manchmal sind es schräge Typen, wie dieser Mose. Gott könnte sicher auch ohne menschliche Boten wirken. Aber er tut es nicht. Gott nimmt Menschen in den Dienst. Und das Ziel, das Gott vor Augen hat für sein Volk, ist Freiheit. Freiheit für Gottes Volk. Freiheit von der Unterdrückung in Ägypten. Aber der Weg dahin, zum Pharao soll Mose gehen. Zu dem, vor dessen Macht Mose ja gerade geflohen war. Naja, gerade nicht, schon vor 40 Jahren. Gegen den Mose ja gar nichts ausrichten konnte. Er hat es ja versucht mit eigener Kraft. Die Not Israels ist immer noch die gleiche. Aber es gibt jetzt einen wichtigen Unterschied. Damals hatte Mose eigenmächtig gehandelt und er hatte damit am Ende nur Schaden angerichtet. Jetzt soll er in Gottes Auftrag handeln. Trotzdem bleibt Moses Reaktion nachvollziehbar. In Vers 11, Mose sagt zu Gott: Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Und wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Die erste Reaktion von Mose auf den Auftrag von Gott, mach dich auf den Weg, ist: Ich nicht. Eben hatte er ja noch gesagt: Hier bin ich. Ich weiß nicht, ob sie es noch im Ohr haben, als Gott gesagt hatte: Mose, Mose, sagte Mose: Hier bin ich. Jetzt sagt er: Ohne mich. Wer bin ich? Fragt er. Ich bin ein Totschläger, ein Flüchtling, ein Fremder. Wie soll ich jetzt für diesen heiligen Gott unterwegs sein? Gott, wie passt das zusammen? Und diese Frage von Mose, die ist nicht untypisch. Und vielleicht ist sie auch gar nicht schlecht. Mose muss erst mal an sich zweifeln. Er ist menschlich gesehen tatsächlich jetzt nicht die erste Wahl. Aber ich glaube, nur wer das einsieht, der kann dann auch von Gott wirklich gebraucht werden. Aber auch wenn Mose Vorbehalte hat, Gott lässt nicht locker. Vers 12. Gott antwortete: Ich werde bei dir sein. Daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen. Etwas seltsame Antwort von Gott, finde ich. Mose hatte gefragt: Wer bin ich, Mose? Und wie antwortet Gott? Nicht, indem er jetzt antwortet: Mose, wie toll du bist, sondern indem er sagt: So bin ich. Nämlich: Ich will mit dir sein. Das ist die einzige Kompetenz, die Mose jetzt erhält. Keine Kraftausrüstung, Power aus der Höhe, keine Rhetorikausrüstung, keine Truppenausrüstung, lediglich: Ich werde mit dir sein. Und das reicht für diesen gewaltigen Auftrag. Und so gilt es bis heute. Jesus sagt es am Ende seinen Boten: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siehe, ich bin bei euch, wie Gott es dem Mose sagt: Ich werde bei dir sein. Gott geht mit seinen Boten mit. Ganz stimmt das nicht, was ich gerade gesagt habe. Es gibt doch noch ein kleines Zeichen zusätzlich. Aber was für eins. Haben Sie es nochmal überlegt? Wann soll denn Mose dieses Zeichen bekommen? Die Zusage kriegt er jetzt. Aber es ist ein Versprechen für die Zukunft. Ihr werdet dann hier mir dienen an diesem Berg. Also es ist nichts, was sich Mose jetzt in die Tasche stecken kann, so eine Art Talisman. Sondern es ist nur ein Versprechen: Hier an diesem Ort werdet ihr mir dienen. Und ich meine, dahinter steckt
die wichtige Botschaft Gottes: Eure Freiheit habt ihr nur in der Bindung an mich. Wenn ich euch gnädig bin und wenn ihr mir dient. Und so ist dann auch bei uns jeder Gottesdienst ein Zeichen der Freiheit. Wir müssen nicht mehr den alten vergehenden Mächten dieser Welt dienen, sondern wir dürfen uns von Gott dienen lassen und ihm dienen. Und das ist kein frommer Talisman, der mein Glauben ersetzt. Es ist ein Hoffnungszeichen. So wird es sein, weil Gott es verspricht. Gott schenkt also Freiheit, aber Freiheit nicht grenzenlos, sondern Freiheit, um ihm zu dienen. Mose hat allerdings gleich noch wieder einen Einwand. Vers 13. Mose antwortete Gott: Ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter schickt mich zu euch. Was ist, wenn sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? Spannende Frage. Warum will Mose jetzt eigentlich noch einen Namen haben? Reicht ihm die Vorstellung nicht, die er schon bekommen hat? Gott hatte doch gesagt, wer er ist: der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die ganze besondere Heilsgeschichte Israels eröffnet sich doch jedem kundigen Menschen. Warum fragt er nach? Braucht er für seine Botenvollmacht jetzt noch so einen Namen, so ich komme im Namen von XY, sozusagen als Siegel für seinen Auftrag? Oder geht es ihm gar nicht um die Buchstabenfolge, so einen Namen, den man jetzt irgendwo hindrucken kann, sondern geht es mehr um das Wesen Gottes, das sich in diesem Namen ausdrückt? Das zweite Mosebuch löst diese Frage nicht auf. Aber es schildert uns Gottes Antwort. Und daraus schauen wir uns jetzt in dieser Bibelarbeit nur die beiden ersten Verse an. Mehr geht jetzt nicht. Vers 14 und 15. Da sprach Gott zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Das sollst du den Israeliten sagen. Der Ich werde sein hat mich zu euch geschickt. Und weiter sprach Gott zu Mose: Das sollst du den Israeliten sagen. Der Herr hat mich zu euch geschickt. Der Gott eurer Väter Abraham, Isaak und Jakob. So heiße ich schon immer und so will ich bei all ihren Nachkommen genannt werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde, das ist eine sehr seltsame Antwort. Was ist dein Name? Fragt Mose. Und Gott sagt: Ich werde sein, der ich sein werde. Also man könnte sagen, Gott gibt eine Antwort, aber doch irgendwie auch keine Antwort. Kein einfacher Name. Ein Name, der ja immer auch an irgendwelche menschlichen Größen hängt. Also unsere Namen, die wir haben, die hängen ja zum Beispiel an körperlichen Eigenschaften. Also da heißt einer Leon und es ist gemeint, er ist wie ein Löwe. Oder wir beschreiben mit Namen Charaktereigenschaften, wie bei Sophia, sie ist die Weise. Solche Eigenschaftsnamen passen bei Gott nicht. Also Gott sagt wohl, wie man ihn nennen darf. Aber zugleich können wir ihn mit seinem Namen auch jetzt nicht einfach so in irgendeine Kartei einsortieren, so alphabetisch. Einfach handhabbar wird Gott mit diesem Namen nicht. Herumkommandiert kann man ihn damit auch nicht. Ja, also wenn einer meinen Namen ruft, Wolfgang, dann zucke ich zusammen und weiß, jetzt wird's ernst. Ja, jetzt bin ich gemeint, Gewehr bei Fuß, jetzt bist du dran. Das klappt mit dem Namen Gottes nicht so ohne weiteres. Es ist kein Name, den man einfach so auch als Zauberwort benutzen kann, damit Gott jetzt erscheint und irgendetwas produziert, was ich gerne hätte. Fünf Aspekte dieses etwas seltsamen Namens will ich abschließend beschreiben. Gott ist der Unfassbare.
Ich habe keine Verfügungsmacht über Gott, auch nicht durch den Namen, den er gibt. Nicht in der Magie, nicht im religiösen Hokuspokus und auch nicht in unserer vielleicht gut gemeinten Frömmigkeit. Gottes Majestät bleibt erhalten. Ja, Gott deckt auf, wer er ist, er sagt, wer er ist, ich darf ihn anreden, aber er bleibt darin die Majestät. Wenn wir am Anfang vom Thron gesprochen haben, dann ist es eben nicht der Ort, wo ich einfach mal hinstolpern kann, sondern es bleibt die Ehrfurcht, der wir eben schon begegnet sind, jetzt auch im Namen Gottes. Das ist das eine. Das zweite, Gott ist der Gegenwärtige. Gott ist der Gegenwärtige. Ich bin, der ich bin. So heißt es in anderen Übersetzungen. Ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt doch, dieser Gott ist einfach da. Unergründlich, denn er hat keinen Anfang. Nicht so wie jemand eben, dessen einfachen Namen ich kenne. Wenn einer Wolfgang sagt, ist klar, ich habe ein Geburtsdatum und es ist auch ziemlich sicher, dass ich irgendwann ein Sterbedatum haben werde. Dieser Gott ist trotzdem einfach da. Auch heute, dieser Gott ist ansprechbar. Ich bin, der ich bin. Ein dritter Aspekt, dieser Gott ist der Beständige. Er ist der Gott der Väter, so hatten wir es schon gesehen. Und jetzt ist er auch der Gott von Mose. Auf diesen Gott ist Verlass. Was auch immer geschieht, dieser Gott ist nicht flüchtig, so wie vielleicht andere Götter. Dieser Gott ist beständig. Ein vierter Aspekt, dieser Gott ist der Gott der Zukunft. Wenn Gott der Gott der Zukunft ist, dann hat er einen Blick für einen Bereich, der uns nicht zugänglich ist. Wir haben keine Ahnung, was morgen ist. Wir müssen zwar unser Leben irgendwie darauf ausrichten, aber eigentlich wissen wir es nicht, was kommt. Wenn Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde, dann ist er auch morgen noch da. Dann gehört zu seiner Beständigkeit eben nicht nur der Gott der Väter zu sein, also dessen Beständigkeit von früher her dokumentiert ist, sondern dessen Beständigkeit auch in die Zukunft hineinreicht, auf den ich mich auch morgen noch verlassen kann. Allerdings, es bleibt auch ein bisschen was offen. Denn ich werde sein, der ich sein werde. Hören Sie es mal. Das heißt, ja, Gott wird morgen noch sein. Er geht mit. Er ist auch beständig, aber wie soll ich sagen, er ist auch flexibel. Da ist eine Dynamik drin, das ist nicht einfach ein Schema F, das angelegt wird, ja, irgendwie so ein fertiger Plan, den Gott jetzt abhakt, sondern da bleibt eine Dynamik drin, wo man Gott auch nicht einfach, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, einfach berechnen kann. Aber er wird darin sich selber und dem, was er versprochen hat, auch nicht untreu. Das zusammenzuhalten fällt uns vielleicht ein bisschen schwer. Für Gott geht das. Gott ist ein Gott der Zukunft. Im Neuen Testament, in dem letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 1, werden diese drei Aspekte, die wir jetzt zuletzt uns angeschaut haben, also Gott der Gegenwärtige, Gott der Beständige und Gott ist ein Gott der Zukunft, das wird da so zusammengefasst. Gott ist der, der da ist und der da war und der da kommt. Seine Beständigkeit, seine Zuverlässigkeit ist also nicht einfach irgendeine, wie soll man sagen, philosophische Bewegungslosigkeit, sondern es ist eben Treue. Sein Handeln umgreift alle Zeiten. Und dann noch ein fünfter Aspekt. Man darf Gott tatsächlich anrufen und er will hören. Er verspricht es, ich höre euch. Er hat es hier dokumentiert, er sagt, ich habe die Not meiner Leute in Ägypten gehört und ich werde es auch in Zukunft tun. Ihr dürft mich anrufen. Und da nennt er jetzt tatsächlich auch einen Namen mit Buchstaben.
Sie kennen diese Buchstaben? Es sind diese vier Buchstaben, die wir im Deutschen J, H, W, H nennen würden. Wahrscheinlich spricht man das Jahwe aus und so sagen wir es und brauchen wir es dann auch. Dieser Gott hat einen Namen, mit dem man ihn dann auch anrufen darf. Und das hilft uns ja auch, jetzt nicht nur irgendwelche abstrakten Gedanken über Gott zu haben, nicht nur eine großartige Geschichte, sondern auch einen Namen, einen Gott, den man anrufen darf. In Ehrfurcht, in bleibender Souveränität Gottes, aber doch als der, der die Not seiner Leute sieht und der eingreift zu unserer Rettung. Und wenn Jahwe rettet, dann heißt das Hebräisch Jeschua oder Griechisch ganz einfach Jesus. Er ist derselbe Gott, dem Mose hier am Gottesberg begegnet. Gott ist Jahwe, der rettet, und das ist Jesus. Damit haben wir einen großen Bogen durch diese Geschichte, durch diese Offenbarung Gottes. Jetzt sind wir gegangen. Es sind insgesamt 20 Stichworte, die ich jetzt hier notiert habe, um unterwegs festzuhalten, wie uns denn dieser Gott hier begegnet, damit wir nicht einfach nur unsere Vorstellungen von Gott im Kopf haben, sondern wir ihn so erkennen, wie er sich uns selber vorstellt. Gott begegnet uns in der Tiefe, nicht einfach nur in den hohen, großartigen Gefühlen auf einem himmlischen Thron. Gott wird persönlich, er meint uns. Gott sucht, wenn er uns anspricht, unsere Antwort. Aber wenn wir antworten, dann bleibt er doch ein verzehrendes Feuer. Er bleibt heilig. Und dazu gehört, dass er auf unserer Seite unsere Hingabe erwartet. Dieser Gott schreibt Geschichte. Aber er ist nicht zu sehen, wohl aber zu hören. Wir haben es schon in diesem Teil zusammengefasst. Ehrfurcht ist der Ausdruck auf unserer Seite, um diesem Gott zu begegnen. Und dann haben wir entdeckt, Gott sieht, hört und kennt uns. Er geht nicht an uns, auch nicht an unserer Not vorüber. Und darum kommt er herab, um zu retten. Und bei diesem Rettungsgeschehen nimmt er Menschen in Dienst. Er schickt sie nicht einfach blind drauf los, sondern er verspricht, ich gehe mit meinen Boten mit. Und das Ziel ist, dass Menschen in Freiheit gekommen, in Freiheit von der Sünde, aber nicht, um darin dann stecken zu bleiben oder in neue Sünde zu fallen, sondern um diesem Gott zu dienen. Wenn er uns seinen Namen verrät, dann bleibt er auf der einen Seite der Unfassbare, den man nicht einfach in die Tasche stecken kann, aber er ist doch auch der Gegenwärtige, der jetzt da ist, der Beständige und der auch die Zukunft im Griff hat. In all dem ist er der, das ist das Wunder, der auf uns hört und mit dem wir reden dürfen, den wir anreden dürfen. Und dazu gibt uns Gott einen neuen Namen, Jahwe, der rettet, das ist Jesus. Und wenn Sie mögen, schauen wir uns zum Schluss dazu noch ein Bild an. Dieses Bild stammt aus einer Kirche in Frankreich, aus Aix-en-Provence. Es ist im 15. Jahrhundert entstanden. Wenn Sie einen Moment auf dieses Bild schauen, wir fangen mal unten an, dann sehen Sie eine Szene, die uns jetzt gut vertraut ist. Sie sehen rechts unten Mose sitzen. Sie sehen in der Mitte Schafe und Ziegen, das ist sein Alltagsberuf. Mose sieht auch tatsächlich schon ein bisschen älter aus, also ob man ihm seine 80 gerade ansieht, weiß ich nicht, aber er sieht schon mit seinem grauen langen Bart als alter Mann aus. Und was macht er? Er zieht seine Schuhe aus, so wie wir es jetzt hier gelesen haben. Und er hält seine rechte Hand so vor seine Augen. Ja, tatsächlich, er weiß, diesen Gott kann ich nicht einfach anschauen. Da begegnen uns die Ehrfurcht und auch die Furcht vor Gott, wie wir sie hier auch im 2. Mosebuch gelesen haben. Das Verblüffendste an diesem Bild ist aber die obere Bildhälfte. Ja, da ist ein Dornbusch zu sehen. Wenn man genau hinsieht, sieht man auch überall die vielen kleinen, pieksigen Dornen. Und man sieht auch, dass Flammen aus diesem Dornbusch herausschlagen. Überall, vor allen Dingen nach oben raus, kann man die Flammen sehen.
Und dieser Dornbusch wird auch nicht schwarz und verbrannt, sondern er bleibt irgendwie ein bisschen grün. Das ist alles noch 2. Mose 3, so wie wir es gelesen haben. Aber das Besondere an diesem Bild ist jetzt in der Mitte des Dornbuschs. Da sitzt Maria mit dem Jesuskind. Das ist der Gott, der das Elend seines Volkes gesehen hat und auf die Erde kommt, um zu retten. Und darum hat dieser Dornbusch dann schon die Form der Dornenkrone, die Jesus einmal tragen wird, um uns nicht aus irdischer Sklaverei, sondern aus der Knechtschaft von Sünde, Tod und Teufel zu befreien. Das ist der Gott, der sich uns in der Heiligen Schrift vorstellt, in der Bibel. Und da ist er manchmal anders, als wir so denken. Aber so, dass es für uns gut und heilsam ist. Auf Wiedersehen.